Yo, hier ist wieder der olle Let's Play Markus und ich wünsche euch eine angenehme und schöne Woche. Was es in eben dieser Woche bei mir gibt, darüber möchte ich in diesem Video ein bisschen erzählen. So, pass auf. Am Mittwoch, wir streamen wie immer oder wie normalerweise, am Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und am Mittwoch knöpfen wir uns einfach weiter Metroid Prime 2 vor. Ich hoffe, die Metroid-Fans freuen sich. Ich weiß, die Allgemeinheit nicht so, aber ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal wieder dabei seid. Wir können uns ja auch immer einfach austauschen und ein bisschen über Gott und die Welt reden und so. Das macht schon... Ich brauche aber auch Hilfe, ne? Das Spiel ist halt hart. Ich weiß auch, wo ich stehen geblieben bin, im verdammten Unterwasserbereich. Gut, wir werden Herr über die Lage. Ich gebe nicht auf. Wir ziehen das Spiel durch und deswegen ein fetter Stream am Mittwoch über Metroid Prime 2. So, was machen wir am Freitag? Mich noch gar nicht so hundertprozentig fest. Ja, komm. Wir machen am Freitag Luigi's Mansion. Doch. Am Freitag. Ich habe mir so vorgenommen. In der Tat. Ihr habt das Dilemma mitbekommen. Mit der 3DS-Version von Luigi's Mansion. Und ich wollte eigentlich. Ja, gut abschneiden, was das Vermögen angeht und so. Und. Ja. Die Steuerung ist halt nicht so geil wie auf dem GameCube. Also werde ich die GameCube-Version spielen und. Ich bin ja auch jetzt ein bisschen fresh noch im Kopf, wo genau was ist, also noch fresher als vorher. Das geht ja kaum. Nein, ernsthaft. Und ich würde halt gerne einen Score auf die Beine stellen, der auch meine alten Let's Plays in die Schatten stellt, also der Endstand. Und da wir nicht groß die Dialoge der Geister und so reden müssen, ist es halt auch eher ein... Ich will nicht... Ja gut, wir konzentrieren uns aufs Geld bekommen, ne? Nicht unbedingt schnell, 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 sondern halt auch immer gucken... ist irgendwo ein bisschen Money und das würden wir in einem Stream sicherlich hinbekommen. Also garantiert, weil Luigi's Mansion geht nicht lang und schon gar nicht, wenn du gar nicht alles sprichst. Ne? Also da könnt ihr euch drauf freuen, Luigi's Mansion am Stück, am Freitagabend 20.30 Uhr, die GameCube-Version in voller Möhre. Ja. Ich plane auch übrigens nochmal irgendwann ein Banjo-Kazooie Race, ein richtiges, alleine, wenn es sein muss. Aber richtig gut vorbereitet mit nicht der PAL-Version, sondern NTSC und mit einem richtigen Controller. Wer es gesehen hat, letzten Freitag, daran hat es gescheitert, ne? Der falsche Controller, ne? Die C-Knöpfe, die als C-Stick nicht so richtig funktionieren, selbst beim Xbox Remake, offiziell auf der Xbox 63. Das ist Eier schießen ja dann auf der Y- und B-Taste, wenn man so möchte. Des Xbox 360 Controllers und ja, das war halt das Problem. Das hat das Race für mich zerstört. Und das geht so nicht. Und auch die ganzen kleinen anderen Sachen. Ich möchte Banjo-Kazooie einfach nochmal in Ruhe machen. Aber nicht diese Woche. Also warum rede ich darüber? Ich wollte es nur mal verkünden. Da wird auch noch was kommen. Ich will mich da optimal vorbereiten. Vielleicht einfach vorher nochmal privat durchschauen. Ja, um in Form zu kommen. Das mache ich. So, aber Freitag Luigi's Mansion am Stück. Da freue ich mich drauf, ehrlich gesagt. Weil die 3DS-Version, die hat mich mehr genervt und mehr Bock gemacht auf die GameCube-Version. Da werden jetzt manche sagen, ja, mach doch dann die versteckte Villa. Warum nicht auch noch? Vielleicht nicht am Freitag, aber die Wochen. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, wir werden sehen. Aber ich will wirklich einfach mal einen vernünftigen Score da auf die Beine stellen. Das, ja, Punkt. So. Und am Sonntag starten wir mit Pikmin 3, wird der Zeit, ne? Wird ein Pikmin 1, wird ein Pikmin 2. Und gut, ich glaube am 11. September war das, dass wir den 8. Pikmin 2 Stream hatten. Damit war das eigentlich vorbei. 11. September, das ist ja dann auch schon wieder 2 Monate her. Sachen gibt's. Ja, deswegen wird dann übelst Zeit. Wir hatten danach noch den 9. Part mit ein bisschen Challenge-Modus, aber das war ja kaum erwähnenswert. Ich hoffe, ihr als meine lieben Pikmin habt da Bock drauf. Das lang runtergerastet, jetzt hab ich nicht überlegt. Habt da Bock drauf? Ne. Aber ich bin richtig gehypt. Weil Pikmin 3 habe ich am wenigsten gespielt. Im Let's Play mal. Nach dem Let's Play dachte ich mir, spiel's direkt nochmal. Jetzt kannst du es gut. Aber einige von euch kennen sich damit ja auch aus, ne? Ich werde jetzt nicht mehr irgendwie durch ein Level laufen und die blauen Pikmin nicht finden. Ja, so ist es nicht. Aber ich weiß, dass es, ja, zumindest die Intelligenz der Pikmin verbessert ist und so weiter. Und ich
freue mich drauf. Das wird ein Projekt, das uns die nächsten Wochen und Monate begleiten wird, denke ich mal. Ja, das ist so. Deswegen, ihr seht hier, was es wann gibt und das ist der Plan. Die Woche drauf, vielleicht auch wieder ein Race gegen Volo, Trakel und Mu. Mal gucken. Ja. Und Let's Play technisch auf dem Kanal. Es ist so, dass, jetzt gucke ich nochmal vollständigkeitshalber, bevor ich euch irgendwas erzähle. Ja, also heute am Montag, ja, lasst mich nochmal schauen. Ja, am Montag kommt dieser Streamplan und direkt danach der letzte Part Sonic Heroes. Ich hatte das Finale, die Last Story, ja in zwei Parts geteilt. Hm, kann man machen. Muss man aber nicht, aber Fakt ist, gleich kommt der letzte Part. Und morgen am Dienstag, den 6.11., kommt der letzte Part Luigi's Mansion 3DS. Das ist nur noch die Galerie und was ist nicht alles so, was man noch kurz zeigen kann. Also da ist das Finale eigentlich auch schon abgehakt, aber so ein kleiner Bonuspart, um irgendwas zu zeigen, den habe ich mir da nicht nehmen lassen. Also am Dienstag eigentlich noch Luigi's Mansion 3DS und am Freitag wieder Gamecube-Version. Aber am Stück, ne? Das ist das. Gut. Und ja, es wurde ja alles ein bisschen durcheinander gewirbelt wegen Deltarune. Und Deltarune, das nach 11 Parts abgeschlossen sein wird. Satte 11 Parts, aber am Ende habe ich mich nochmal ausführlich umgeschaut, sage ich mal so. Ich möchte auch hier nochmal betonen, dass Deltarune laut dem Entwickler Toby Fox erst in ein paar Jahren wieder weitergeht. Also das zweite Kapitel braucht scheinbar länger oder. Vielleicht unterschätzt das auch, weil er hat ja das Kampfsystem und so alles schon auf die Beine gestellt. Werden wir sehen, aber damit ist das Let's Play dann halt erstmal vorbei. Nach 11 Parts. Das hat eigentlich die Zeit ganz gut überbrückt. Denn nächste Woche erscheinen ja Spyro, die Reignite. Ich kann es nicht aussprechen, ich muss es noch üben. Trilogie. Trilogy. Reignite. Trilogy. Spyro erscheint als Remastered, als Remake für die PS4 und das werde ich Let's Playen. Dienstag kommt das raus und da dürft ihr auch Parts erwarten, schätze ich. Und am Freitag nächste Woche ist auch schon der Release von Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Ich spiele ja bekanntermaßen die Pikachu-Version. Nur bis dahin sollten halt ein paar LPs zu Ende gehen. Sonic Heroes geht zu Ende, Luigi's Mansion geht zu Ende, Deltarune geht zu Ende. Und bei New Super Mario Bros. 2 und Super Mario Party muss man gucken. Ich glaube, die laufen noch ein bisschen, aber nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Und dann, das muss ich auch mal erwähnen, wird es ein kleines Redesign geben, aber wirklich minimal. Zum Beispiel mag ich dieses in Klammern oder in eckigen Klammern HD60 nicht mehr. Ich habe immer so in eckigen Klammern HD hingeschrieben, weil ich mir dachte, das wertet das Video vielleicht auf, dass die Leute bei den Suchergebnissen direkt wissen, das ist HD. Und dann kam 60 FPS dazu, da wollte ich es auch dazu schreiben. Dann hat es so viel Platz weggenommen. Dann habe ich immer geschrieben HD 60 und irgendwie. Nee! Irgendwie einfach nein. Und deswegen werden die Let's Plays im alten Look kommen. Im Sinne von Titel, aber auch von dem. Wie sage ich das? Diese Kürzel, ne? Die zu den Links. Die Links, die führen zu Facebook, Twitter, Twitch, hast du nicht gesehen, Playlisten. Die bleiben, also dieses Google, GOO.GL, diese Kürzel, diese Short-Links, die bleiben, aber man kann ab einem gewissen Zeitpunkt, je nachdem, ob man schon Mitglied war oder nicht, keine weiteren Google-Links erstellen. Und deswegen werde ich jetzt auch langsam umswitchen, da ich glaube, nächstes Jahr dann endgültig auch für die existierenden Benutzer nicht möglich ist, neue Links zu erstellen. Das juckt euch alles gar nicht, ne? Aber ich werde mit Spyro und Let's Go Pikachu dann auch das überarbeiten. Also eine leicht überarbeitete Videobeschreibung, die meisten eh nicht ausklappen. Aber ich dachte mir, ich erwähne das hier einfach mal. Zwei Leute könnte es interessieren. So. Und lasst mich doch gern ab und zu ein bisschen quatschen. Wen habe ich denn sonst? Spaß. Also. Ihr seht, was gestreamt wird. Let's Plays wollen zu einem Ende gebracht werden, damit wir einen kleinen Reboot haben diesbezüglich mit neuen Games, weil wann ist es schon mal der Fall, dass 5 Let's Plays nahezu gleichzeitig zu Ende gehen? What the fuck? Ne? Und das wär's dann für den Moment. Danke fürs Zuhören.
Ich hoffe, ihr freut euch auf das, was uns bevorsteht. Und ja, wie gesagt, angenehme Woche. Bis dann und ciao.